Ich meine, wir haben ja hier eh das Bauland nicht wirklich für irgendwas Sinnvolles im Griff hier. Vielleicht kann ich einen kleinen Park hier irgendwie. Kleinen Park, genau. Einen kleinen Park hier irgendwie hinmachen. Guck mal. Das ist doch süß. Großer Spielplatz. Freiluft-Fitnesspark. So, dann nutzen wir das doch sinnvoll hier. Die Ecke. Wer ist er denn? SUV. Hat er denn nicht gerade so ein Blinklicht? Okay, das ist eine denkbar dämliche Idee, Freundchen. Das sollte eine Einbahngasse sein. Hier darf man nicht rein abbiegen. Hier darf man nicht rein abbiegen. Ah ja, genau. Hier darf man nur geradeaus. Und die andere Spur hier ist jetzt useless. Aber ist in Ordnung. Jetzt können zumindest ein paar Fahrzeuge hier über die Karlsgasse das Thema hier umfahren. Ich kann mir vorstellen, je neuer die nachkommen, die werden ja ihre Routen ab und zu neu berechnen, insbesondere wenn die neu losfahren, kommen sie vielleicht auch auf die Idee. Hoffe ich. Aber der Stau scheint schon unangenehm zu sein. Okay, der staut sich bis hier. Und dann hier hoch. Ich meine, es könnte schlimmer sein. Es könnte doch besser sein. Ich bin gerade ernsthaft am Überlegen, ob wir nicht hier noch eine Auffahrt irgendwie machen. Aber ich habe hier unterirdisch so viel Straßenkram. Schaut euch das an. Ich kriege das gar nicht vernünftig hin. Hier noch eine Auffahrt zu machen. Züge, U-Bahnen, Straßen. Nee. Das wäre jetzt nicht ohne riesigen Aufwand möglich. Die werden das doch hinkriegen. Also rausfahren scheint nie ein Problem zu sein. Die werden es doch hinkriegen, hier einigermaßen vernünftig in die Stadt reinzukommen. Was zum Teufel passiert hier? Warum sind hier brennende Mülltonnen? Und Zelte.
Und warum switcht das hin und her? Pflege 100%. Sieht jetzt für mich nicht 100% gepflegt aus, wenn ich ehrlich bin. Okay, ich zahle mal weiter Darlehen zurück. Weil irgendwann brauche ich es vielleicht wieder und dann bin ich froh, wenn ich es habe. Großer Park, 95%. Okay, ist das, soll das Ungepflegtheit darstellen oder wie? Oder wie soll ich das verstehen? Oder hat das andere Gründe? Hat das so Wohnraummangelgründe? Dass da Obdachlose leben, das wäre eigentlich die logischere Konsequenz. Gesundheitssystem. Aber da sind auch sehr, sehr viele Leichen wegen im Stau. Wenn ich das Gebäude hier abreißen würde, könnte ich... Ne, jetzt habe ich da ja ein Ding hingebaut, jetzt geht's nicht mehr. Sonst hätte ich gesagt, könnte ich hier irgendwie eine Überführung machen. Aber auf den Platz hier... Also eigentlich müsste ich sagen, es müsste gehen, dass man hier irgendwie eine Treppe oder sowas macht, aber... Scheinbar nicht. Irgendwie nutzt das auch kaum noch jemand. Ich scheine das nur zu nutzen, wenn sie im Stau stehen. Oder weil der jetzt gerade hier gehalten hat. Weil also ansonsten ein längerer Weg ist, schätze ich mal. Kann ich das Tempolimit hier einstellen? Nee, ne? Das hier sind ja nur so Dekomarkierungen, ne? Naja. Das kann ich nur auf die Straße malen. Oder hier auf die Wiese, aber nicht hier irgendwo drauf. Ach doch, da war schon wieder hier der mit Licht. Okay, also das sind scheinbar irgendwelche Sonderfahrzeuge, die ein oranges Blinklicht haben. Ja, ich bin nicht ganz happy mit der Situation hier. Aber für die Fußgänger ist es natürlich ein... Was ist, wenn ich hier den Zebrastreifen wegmache? Ich meine, probieren kann man es ja mal. Vielleicht gehen dann mehr hier drüber. Und den da auch. Und man kann ja hier über die Straße. Und hier vorne auch. Also es gibt genug Möglichkeiten. Gehen jetzt mehr hier lang? Alter, was passiert hier? Ich
Ja, maybe gehen hier jetzt mehr lang und hier nicht mehr so viele. Aber es kann auch nur Zufall. Er chillt hier einfach mit vier. Rentner mit vier Runden. Bei ihm läuft aber. Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen besser läuft. Allerdings überqueren jetzt alle da die Straße. Das heißt, da mache ich den Zebrastreifen auch weg. Die sollen hier die Straße überqueren. Ach, dann ist hier der Zebrastreifen natürlich auch nicht da, ne? Okay, verstehe. Das ist nicht so die beste Idee. Okay, machen wir den mal wieder hin. Ich hoffe trotzdem, dass wir irgendwann das Problem mit dem Müll in den Griff bekommen. Ich glaube, es ist schon weniger geworden. Ansonsten könnte man hier vielleicht vorübergehend so ein kleines Mini-Depot machen, das dann immer automatisch geleert wird oder sowas. Ja, da ist ein Unfall. Es gibt keine Umfahrung. What the hell? Ja, ich glaube, der neue Fußgängerweg ist so... wird ganz gut angenommen. Auch der hier. Unsere Fußgängerwege erfreuen sich sogar sehr, sehr großer Beliebtheit. Eieieiei. Okay, ich möchte hier noch eine Sache kurz machen. Die Folge ist eh schon viel zu lang, ne? Aber... war auch viel zu lang für mich zum Aufnehmen. Oh, jetzt schon eine Stunde. Ne, ich muss da wieder zwei draus machen. Da mache ich noch ein bisschen, dann mache ich zwei draus. Sonst. I'm sorry, aber sonst kriege ich das hier alles nicht hin. Zeitlich. Okay, das wären jetzt 7,5 Meter. Vielleicht komme ich damit durch. Das sieht sogar da noch aus. So. Es gibt jetzt eigentlich absolut gar keinen Grund mehr, diese Zebrastreifen hier zu benutzen. Außer man möchte irgendwie hier in die Mitte. Ich wüsste nicht warum. Aber das können wir auch noch. Das können wir auch noch regeln.
So. Jetzt kommt man eigentlich unterirdisch auf jede Straßenseite irgendwie. Man muss nicht mehr hier über die Straße laufen. Die drehen hier teilweise sogar um jetzt da runter zu gehen. Das ist sehr gut. Aber ich möchte natürlich hier den wunderbaren Menschenstrom nicht unterbrechen. Aber auch die Straße hier zu unterbrechen ist nicht optimal. Aber so haben wir die beste Lösung dafür. Okay, da laufen jetzt wahrscheinlich auch alle, die das Pathfinding ursprünglich über den Zebrastreifen hatten, laufen jetzt hier vor. Dann ist der weg, dann machen die ein neues Pathfinding und dann laufen die zurück. Das wird jetzt noch ein kleines bisschen so gehen, aber es sollte zunehmend weniger werden. Aber die werden wahrscheinlich ursprünglich erstmal berechnen, wenn die zu Hause loslaufen. Ja, die meisten laufen auch hier lang. Oder dann hier lang. Alter Schwede. Was auch immer. Ich bin mit dem Verkehrskonzept hier noch nicht ganz, ganz von überzeugt. Okay, langsam wird es scheinbar ein bisschen besser. Das freut mich. Recyclingfahrzeug ist scheinbar nur eins unterwegs. Wir haben 1,3 Mios. Erstmal zurückzahlen. Damit sinkt auch der Zinssatz für den Rest auf 0,9% Zinsen. Okay, das ist fast vernachlässigbar, die 2 Mios, die jetzt noch offen sind. Weil der Zinssatz wirklich lächerlich niedrig ist. Ich denke, das nächste Ziel, auf das ich sparen möchte, wäre dann die Medizin-Uni. Ich halte das für wichtig. Was sagt denn unser Bildungssystem eigentlich? Okay, wir haben sehr viele Akademiker mittlerweile. Nur noch 11% sind nicht ausgebildet. Schlecht. Ja, doch. Sehr, sehr viele Akademiker. Ich meine, nur Akademiker ist auch problematisch. Das Problem haben wir aktuell in der Realität so ein bisschen. Zu viele Akademiker, zu wenig Leute, die Handwerksarbeit machen. Gleich große Probleme. Was ist mit dieser Straße passiert? So. Die Industrie hier hinten. Naja, produziert Fahrzeuge. Perfekt. Siehst du mal, hat sich direkt gelohnt hier hinten. Jawohl, hier direkt Automobilindustrie angesiedelt. Alter Schwede. Fahrzeuge. Und direkt einen richtigen Batzen. Wir haben die Steuern reduziert. Da ist es dann von 150 auf 100.000 zurückgegangen und jetzt ist es aber auf 450.000 gestiegen. Also hat sich die Steuersenkung trotzdem positiv auf die Steuereinnahmen ausgewirkt. Genau so habe ich das geplant. Ja, Flughafen ist noch eine Geschichte. Müsste man dann hier irgendwo kaufen. Raumfahrtzentrum. Boah. Okay, da müssen wir dann auf die Touri-Schiene gehen. Aber die Hotels und so weiter, das gibt's ja hier noch nicht. Das kommt wahrscheinlich alles wieder per DLC. Oh, Internet. Ist gar nicht mal so geil mittlerweile noch. Oh, und hier hinten auch nicht. Hilfe.
Hier, erstmal Fettglasfaser fürs Industriegebiet. Und dann noch ein sehr großer Sendemast hier. Okay, der hat keine Upgrades. Der hat aber Upgrades. Glasfaserkabel, genau. Geht das hier auch? Ja. Was kostet das eigentlich? Okay, geht. Ja. Ja. Boah, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Wir hatten einfach schlechtes Internet. Schlimmer geht's ja gar nicht. Okay, hier hinten machen wir auch noch einen Funkturm hin. Mitten ins Wohngebiet. Nur wo? Am besten gleich hier. Ja, es findet jetzt einer nicht so gut, aber der soll mal chillen. Am Ende will der auch schnelles Internet. So ein Ding ist das. So, doch. Jetzt ist die Internetabdeckung wieder in Ordnung. Vielleicht brauchen wir später noch ein bisschen mehr, aber das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich weiß nicht, ob das auch mit irgendwie ein Problem war. Für die Industrie und den Handel und die Menschen. Schlechtes Internet. Bildung habe ich schon wieder auf 100%. Okay, wir können die Gesundheitsausgaben wieder erhöhen. Ich mache direkt wieder auf 100%. Ja, 20.000 die Stunde kostet das. Aber das hilft nichts. Strom haben wir noch. Stimmt, das Solarkraftwerk wollte ich ja auch noch bauen. Ah, so viel kostspielige Baugeschichten, die noch offen sind. Wartet auf Krankenwagen. Das ist aber auch besser geworden, glaube ich. Spezialbehandlungsstation. Genug Drogen haben sie da. Genug Krankenwagen haben sie da. Patienten werden ganz gut behandelt. Und aktuell versorgt das Krankenhaus auch die ganze Stadt. Was sicher nicht ganz schlecht ist. Ich würde später wirklich ganz gerne das hier und das hier sogar vielleicht abreißen und alles mit so Chillo-Wohnvororten zupflastern. Aber das würde uns halt immens viel an Steuergeld kosten. Deshalb, ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt. Aber das bekommen wir schon hin. Mehr Helis wären gut, aber das ist auch so eine Geschichte. Parkplatz ist gut besucht. Aber das ist ja der interne Parkplatz. Da dürfen wir auch nur E-Autos und so hin. Und das ist der externe Parkplatz. Da dürfen wir... Ja, wahrscheinlich fahren da alle rein. Und der ist sehr gut besucht. Vielleicht brauchen wir da bei Gelegenheit auch mal noch irgendwie ein Parkhaus oder so ein Parktower oder sowas. Damit hier noch mehr vom Auto umsteigen können. Wobei es eigentlich eh schon sehr viele sind.
Also Verkehrsprobleme haben wir ziemlich gut gelöst, denke ich mal. Also das Allermeiste, was ich hier sehe, sind parkende Autos. Ja, das Allermeiste, was ich sehe, sind parkende Autos. Die meisten benutzen ÖPNV. Das lässt natürlich eine gewisse Flexibilität übrig, hier irgendwelche, ja, wie soll ich sagen, Straßen noch zu bauen, die so vielleicht nicht vorgesehen sind, ohne Angst haben zu müssen, dass das eskaliert. Ich habe trotzdem Angst, dass es eskaliert, aber mal gucken. Ja gut, hier hinten laufen die Läden ja eh nicht so gut. Dann werden die jetzt für eine Auffahrt benutzt. So, und sogar ganz ohne Verbot hier irgendwas anderes zu benutzen. Naja. Ach ja, genau, was mir noch gesagt wurde. Ich muss bei den Linien. Was ist das hier für eine Linie? Buslinie 8. Das reicht nicht hier. Bus zu haben. Das sind die Busse. Ah, damit sieht man die Besetzung. Cool. Also Linie 8 ist das. Es reicht nicht, das in dem Depot zu sagen, E-Busse, sondern wenn ich hier zur Uni E-Busse fahren lassen möchte, dann muss ich hier Liniendetails Bus, E-Bus machen. Ah. Ich weiß nicht, ob die jetzt alle automatisch instant sich konvertiert haben. Ich gehe mal nicht davon aus. Ah, nee, okay, die sehen auch anders aus. Da sieht man hier die Akku-Packs oben. Haben die irgendwelche Vorteile hier außer Abgase? Nee. Aber weniger Lärm und Abgase, das ist schon mal sehr gut. So, zumindest die Linie zur Uni wird dann schon mal mit E-Bussen ersetzt. Und dann gucken wir, was wir sonst noch Schönes machen können. Das mit dem Müll. Da kommt jetzt wieder ein Müllauto, sammelt hier Müll ein. Aber ist wahrscheinlich schon voll jetzt, ja. Ich meine, wenn da alle 1000 Jahre mal ein Müllauto lang fährt, ist es problematisch. Aber ich sehe gerade, dass hier Müllautos angefahren kommen. Wenn die jetzt alle rechts abbiegen. Oh ja. I like what I see. Da kommen jetzt tatsächlich extra Müllautos über die neue Route, die dann hier Müll abholen. Das entlastet auch diesen einen Stadteintrittspunkt, oder wird es einen zweiten haben. Damit habe ich natürlich die Büchse der Pandora geöffnet, das ist mir klar.
Aber da wir so wenig Autoverkehr nur noch haben, habe ich mich das einfach mal getraut. Weil da kommen jetzt richtig viele Busse, die hier den Müll abholen wollen. Und auch die Leichenwägen müssten jetzt verhältnismäßig leicht hier lang. Naja, okay, die sind da jetzt nicht so angebunden an das Netz. Muss man mal gucken. Das ging schnell. The best in men's clothing, Kolchatche threads. We have all the finest silk. Oh ja, der Verkehr nimmt hier zu. We will lay out on our table and show you everything. Autotransporter. And you will love the thread. Nee, einfach nur Sattelschlepper. Sah gerade nur so aus. Die fahren aber wahrscheinlich Richtung Industriegebiet. Okay, noch sieht's nicht schlimm aus. Ansonsten müssen wir intervenieren. Das würden wir aber auch hinkriegen. Dann machen wir hier einfach eine Fußgängerzone hin. Aber noch erfüllt der ganze Spaß seinen Zweck. Und vor allem haben wir das Müllproblem hier gelöst. Zumindest größtenteils. Selbst das Gebäude, das angeblich keinen Anschluss hat, hat einen Anschluss. So, jetzt müssen wir das hier drüben noch lösen, aber das wird, denke ich, dann auch mit der Zeit. Oh, da können theoretisch Autos parken, sehe ich auch gerade. Das wollen wir natürlich nicht. Erstmal ein paar Bäumchen setzen, dann schöner Grünstreifen. So ist das hübsch. Und sie haben ja hier einen Parkplatz, damit die hier einkaufen gehen können. Nicht genügend Kunden. Halte ich für ein Gerücht eigentlich? Wenn ich hier die Nachfrage sehe, weiß ich ja nicht. Ich sehe auf jeden Fall auch Industrienachfrage. Und unser Industrieförderprogramm ist noch nicht abgeschlossen. So, dementsprechend bauen wir hier nochmal ein bisschen Industrie aus und erhöhen unsere Steuereinnahmen. College sieht okay aus. Sekundarschule sieht okay aus. Ja, Uni ist halt überfrachtet. Massiv. Grundschule auch. Aber ganz ehrlich, wie viele Grundschulen soll ich denn noch bauen? Mehr Grundschulen gibt es jetzt einfach nicht. Ende. Hier haben wir sogar eine Grundschule noch geupgradet, so eine kleine. €1,3 Mio. Was hat die Med-Uni gekostet? Die hat viel mehr gekostet. 2,4, ja, okay. Gucken wir mal. Wenn ich jetzt Schulden zurückbezahlen würde, dann würde unser Überschuss nur um 100.000 im Monat steigen. Nee, das spare ich lieber. Auf die Uni.
Warum hier immer Minussteuern? Hä? So ganz habe ich das noch nicht gerafft, was die von mir wollen. Ach so, die Steuern sind zu hoch. Das ist wahrscheinlich das Problem. Na, Minus, also die Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen und die Höhe der Steuern sorgt dafür, dass die Nachfrage nicht so hoch ist. Bla, ne? Das ist wahrscheinlich das Ding. Ich glaube, jetzt check ich's. Okay, also alle beschweren sich über Steuern. Tja, Pech. Jetzt haben wir mal Zeit für ein paar Gesetze. Okay, doch keine Gesetze. Es gibt keine Gesetze, die wir gebrauchen können. Hier haben wir ja die Bestimmungen. Ja, das ist halt so Frankreich-Style, ne? Ich finde das weird. Aber auch irgendwie, nee, eigentlich weird. Also so für Promis und so okay, aber sonst eher weird. Lastenverkehrsverbot, nee, das ist natürlich auch Quatsch. Recycling, Straßenparkgebühr, Verbrennerverbot, Bremsschwellen, Energieverbrauch. Es schwankt jetzt zwischen wohlhabend und reich. Also ich glaube, den Leuten könnte es schlechter gehen. Tja, wie kommen die Autos jetzt dahin? Ich meine, die können jetzt hier rumfahren. Hier hoch. Und dann hier holen, ne? Machen sie aber nicht. Krankenhaus geht's gut. Es tut mir leid, dass ich oft viel Zeit damit verschwende, einfach zu beobachten, was in der Stadt so passiert, um zu gucken, wie ich als nächstes reagiere. Ach stimmt, die Kreuzung oder die Straße haben wir auch noch. Und auch einfach mal alles so ein bisschen zetteln lasse. Als halt, wie ich das spiele, ne? €1,9 Mio. Theoretisch könnten wir uns jetzt ein Solarkraftwerk leisten. Aber es ist im Moment nicht nötig. Also nötiger ist die Uni. Die könnte, denke ich, oder die bin ich mir sicher, können wir in der nächsten Folge dann bauen. Oh, was sagt eigentlich Wasser- und Abwasserversorgung? Ist erstaunlich gut. Wir sollten aber bei Gelegenheit mal eine Wasseraufbereitungsanlage bauen und nicht hier alles ins Meer kippen. Dass wir hier einfach aus dem Meer rauspumpen und den Leuten Salzwasser geben, scheint keinen zu stören. Aber da sind bestimmt Filter drin, ne? Klar. Das hier? Zusätzliche Pumpe. Ach, guck mal, wir können die upgraden. Zack, Wasserversorgung easy gesichert für Mehrkosten in einem Bereich, den wir mittlerweile gar nicht mehr spüren. Nice. Hier hinten fehlt noch irgendwie ein Windrad. Irgendwie fühle ich das an der Stelle. Aber nur eins.
So. Ja, so sieht das deutlich vernünftiger aus. Gut, ich denke, das ist dann für die Folge, für die Doppelfolge und für diese Aufnahmesession soweit gut. Dann mache ich die Videos fertig. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht das gut. Bis dann und tschüss.